Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge heute gegen die Bayern. Und wir haben einen Scout-Bericht schon. Oh mein Gott, der sieht. Oh mein Gott, der sieht gut aus. Der sieht richtig stark aus. Verpflichten wir direkt mal. Der ist nicht so gut. Der jetzt auch nicht. Also die lassen wir mal weiter scouten. Aber der war ja schon heftig, muss ich echt sagen. Laszlo Kleinheisler will auch mal wieder ein bisschen mehr spielen. Genau, er wird dann gegen Greuther Fürth spielen, würde ich sagen, oder? Das ist, denke ich, mal eine gute Sache. Gegen Greuther Fürth kann er sich ruhig ausleben. Gebre Selassie möchte sich unterhalten, warum nicht? Gebre Selassie hat Heimweh. Okay. Ja, wenn er nicht mehr möchte, dann natürlich. Dann kann er ruhig im Winter gehen. Wir haben ja einen Guavara, wir haben Palacios. Also das ist nicht das Problem. Da haben wir auf jeden Fall einige Spieler, die wir noch hätten. Aber hier würde ich erstmal sagen, gehen wir so rein. Obwohl mit Niemeyer wollte ich gerne in ZDM-Position gehen. Nagbe, Pizarro natürlich. Und über Außen. Leon Guavara kann er auch. Nee, kann er nicht. Okay. Will ich mal Vargas sehen, weil Blaschikowski ist irgendwie noch nicht fit genug. Und auch nicht richtig da, finde ich. Also der ist noch nicht angekommen. Das letzte Spiel gegen die Bayern haben wir, glaube ich, mit 2 zu 1 gewonnen im Weserstadion. Und nee, wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen gegen die Bayern. Einmal 1 zu 0 in der Allianz Arena und 2 zu 1 in den Weserstadion. Das bedeutet also für heute, Bayern ist schlagbar. Also wir sind der Angstgegner der Bayern. Und die haben auch richtig gute Spieler wie Agüero, wie Manuel Neuer natürlich noch im Tor und alles. Also das wird nicht leicht. Nachdem wir gegen Motherwell gewonnen haben, können wir das nächste Spiel gegen die Bayern auch bestreiten und hoffentlich gewinnen. Sieht ja für uns ganz gut aus. 16 Punkte können wir heute klar machen. Die Unioner können auch wieder gute Leistung zeigen und eventuell auf Platz 1 rutschen. Und treffsicherste Mannschaft. Oh, wir sind auf Platz 5. Sehr gut. Bayern mit 13 Toren. Die Mainzer überraschenderweise auch mit dabei mit 11 Toren. Und wie wir sehen, wird Arjen Robben heute unser Gegner sein. Genauso wie Thomas Müller. Immer eine brisante Partie. Bayern mit Ulreich. Alles klar, mit Ulreich. Lahm, Sanchez, Alonso, Boateng, Kimmich. Kimmich, Verteidigung. Okay, ja gut. War auch letzte Saison so, aber da könnte Pizarro sich durchsetzen, ne? Ich will mal nichts sagen, aber da kann sich Pizarro durchsetzen. Gegen Kimmich. Gut, Boateng ist daneben, aber schauen wir mal. Kevin Prince, Boateng. Den möchte ich auch gerne nochmal anschauen, weil den könnte ich mir eventuell holen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Naja gut, Pizarro, Nagbe, Vargas. Schnelle Spieler mit Qualitäten. Pizarro natürlich nicht schnell, aber dafür kopfballstark und einen guten Schuss. Gegen Ulreich. Neuer ist nicht dabei anscheinend. Bayern rotiert natürlich. Die haben in 2 Tagen auch ein DFB-Pokalspiel wie wir. Und wir rotieren dann natürlich auch und spielen mit anderen Spielern. Also schwere Partie hier in München oder leichte? Wer weiß. Mal gucken. Vargas. Ein Punkt wäre ja schon zufriedenstellend. Peter Niemeyer mit der ersten Chance und Ulreich muss dahin. Den zieht er gut ab. Xabi Alonso, auch der alte ZDM-Spieler, grätscht ihn da richtig um. Komm, gegen Sanchez können wir uns nicht durchsetzen. So mit Bayern jetzt. Agüero auch nicht dabei. Anscheinend ist er auch nur auf der Bank. Jetzt
Falou, Diagne und Palacios. Und Freistoß Sanchez mit dem Foul. Auch der Rasen tipptopp. Hier in München. Ja, klares Foul von Robben. Was soll das denn? Mal sehen. Gibt der Schiri gelb? Ja. Gelbe Karte für den Arjen Robben. Ja, gut. Pearson. Macht das frech? Nochmal, Palacios. Pearson gegen Boateng. Alarm. Costa. Costa Robben. Arjen Robben. Schön, Jungs. Und gegen Lahm wird es natürlich schwierig. Jetzt aber Nagby. Der auch nicht mehr so viel geleistet hat. Gegen Schalke hat er getroffen, danach kam nichts mehr. Mal sehen, was da noch geht. Chabalala, der sich jetzt auch wieder verbessert. Ja, Vargas. Auch noch nicht so da. Aber egal, das kann ja noch kommen. Müller, oh mein Gott. Und Sanchez, etc. Nein, Douglas Costa. Nein, 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 Philipp Lahm. Kann zum Glück nicht schießen. Falou Diagne. Aufmerksam auch da. In der Situation schön. Und Pearson. Mit dem haben wir wirklich nichts falsch gemacht. Entwickelt sich gut. Und ist in Ordnung. Und Douglas Costa. Oder Douglas Costa. Ich verwechsel das immer. Oh, schön. Bayern nimmt uns schon ernst, muss man sagen. Oh, die wollen das Spiel auf jeden Fall nicht verlieren. Robben! Uiuiui. Der Holländer. Wird aber nochmal umgeknüppelt. Sonnen aber nochmal. Nagby. Nagby. Kann er sich durchsetzen? Fast gegen Alaba. Das ist natürlich schwer gegen Alaba. Oh, Chabalala gegen Müller. Schön. Robben. Gegen Vargas. Vargas. Macht das stark. Ja, klares Foul von Chabalala an Müller. Muss man leider anerkennen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir durchkommen. Vielleicht mal mit Pizarro gegen Boateng irgendwie, aber wie willst du da durch gegen 90er Boateng? Gebre Selassie. Thomas Müller jetzt.
Und Zetterer. Kein Problem für ihn. Oh, und da ist jemand verletzt. Xabi Alonso. Durch diese Aktion. Aua. Was ist denn da passiert beim Spanier Arturo Vidal? Kommt für ihn. Und wir haben Halbzeit. Ja, passiert. Vidal verletzt. Und somit sehen wir uns dann auch gleich wieder, wenn es weitergeht gegen die Bayern.